Ja, mein Name ist Heinrich Thaler. Ich bin geboren in Bad Gastein. Mein Vater war Kurarzt hier in Gastein und ich bin da aufgewachsen, beziehungsweise dann nachher in der Mittelschule bei Salzburg im Werkschulheim Felbertal. Nach der Matura habe ich dann in Wien Medizin studiert und bin auch Mediziner geworden und habe dann eigentlich den Großteil meines Lebens in Wien im Unfallkrankenhaus in Meidling als Internist verbracht. Bin aber natürlich immer gern nach Gastein gekommen, weil das war halt immer meine Heimat hier. Und dann bin ich jetzt vor 5 Jahren in Pension gegangen und da habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit gehabt und dann habe ich mich damit beschäftigt, ein bisschen die Geschichte meines Onkels, des Bruders meiner Mutter, aufzuarbeiten. Der hat in der Zeit Ostern bis Weihnachten 1945 eine sehr interessante, unter Anführungszeichen, Reise durch Österreich gemacht, nämlich auf der Flucht vor den Russen. Er war damals auch Medizinstudent und ist eigentlich als ziemlich schwer kranker junger Mann dann quer durch Österreich geflüchtet. Das war eine sehr, sehr spannende Reise. Und die Aufzeichnungen von dieser Reise hat er mir übergeben und ich habe daraus eben eine Geschichte gemacht. Er hat mir auch vorher schon viel erzählt über diese Zeit und so ist mir gelungen, eben das daraus zu formen. Diese ganze Geschichte geht quer durch Österreich durch. Er ist von Baden bei Wien geflüchtet, eben vor den Russen, Richtung Westen mit seinem Fahrrad. Das sieht man auch da. Und ist zuerst in Oberösterreich und schließlich am Tauernpass gelandet und letztendlich für längere Zeit, eigentlich den ganzen Sommer 1945, in Bad Gastein. Und diese Erlebnisse in Bad Gastein habe ich eben zum Anlass genommen, Bad Gastein in der damaligen Zeit wirklich detaillierter zu schildern, weil Bad Gastein war damals wirklich ein hochinteressantes Biotop, ein Sammelsurium von Menschen, die da zusammengekommen sind und denen ist er teilweise auch begegnet. Und das habe ich versucht, da zu schildern. Das war mir wirklich ein Anliegen. Und dann hat er weiter studiert, dann in Innsbruck. Und daraus habe ich eben dann dieses Buch geformt. Ich hoffe, es wird Leute interessieren. Ich war das jetzt eben auch bei der Leipziger Buchmesse, wo ich es vorstellen habe dürfen. Und ich glaube, es könnte von Interesse sein. Vielen Dank.